Man hat so ein bisschen das Gefühl eines Déjà-vu, irgendwie dasselbe Muster wie gestern. Zunächst mal Tech-Werte vor allem unter Druck, Nasdaq respektive Nasdaq Future deutlich nach unten, weil die Renditen der US-Staatsanleihen deutlich steigen. Dann spricht Jerome Powell, der sagt eigentlich das, was er sowieso immer sagt. Dann fallen die Renditen etwas und die Märkte erholen sich und selbst der Nasdaq, der zwischenzeitlich schwer unter Druck war, kann sich dann deutlich erholen. Aber es ist schon ein bisschen so, wie ich gestern sagte, die Märkte, die quengeln ein bisschen. Man testet die Fed aus, die Renditen steigen weiter. Wir sind zwar heute dann von den Spitzenwerten, von den Höchstwerten ein bisschen runtergekommen, stehen aber eben höher nach wie vor als gestern. Und das verschiebt sich also so langsam nach oben, weil die Märkte sagen, die Inflation kommt, die Inflationserwartungen sind nach wie vor sehr hoch. Und man könnte deswegen auch sagen, dass zwar Paul von der Fed versichert, naja, wir werden lange erstmal gar nichts tun, aber die Märkte heben eben schon die Zinsen an und sie haben vielleicht auch gute Gründe dafür. Gemeint sind die Kapitalmarktzinsen, ja zu unterscheiden zwischen Kapitalmarktzinsen und Leitzinsen. Leitzinsen werden durch die Notenbank gesetzt. Kapitalmarktzinsen sind die Zinssätze, die faktisch durch die Märkte aufgerufen werden, sofern man auch im Anleihebereich noch von Märkten sprechen kann. Aber schauen wir uns mal die Dinge an, hier die 10-jährige US-Staatsanleihe. Höchster Wert seit praktisch Beginn der Corona-Krise oder kurz vor Beginn der Corona-Krise. Wir sind heute auf 1,42% gestiegen und es ist weniger eben der Wert an sich, 1,42%, das ist ja sehr niedrig, sondern die Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert. Wir sehen hier, wie steil die Renditen hier nach oben gehen und das gilt auch und insbesondere für die 30-jährige US-Staatsanleihe, die schon auf dem Weg ist in Richtung 2,30%. Das ist dann auch eben schon mal wieder Rendite. Das sind Zinsen. Es gibt sie also noch, wenngleich nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt sie noch, die Zinsen. Und wir sehen, dass eben die Märkte hier sagen, naja, Fed, die Aussagen, die immer wieder kommen von wegen, naja, die Inflation, die wird vorübergehend sein, ein bisschen mal höher vielleicht sein als 2%, das glauben wir euch nicht. Das wird so nicht passieren, deswegen reagieren wir schon mal auf die ganze Geschichte. Auslösendes Moment heute für den Anstieg der Renditen waren eigentlich gute Nachrichten, nämlich Johnson & Johnson hatte bei der FDA praktisch mehr oder weniger schon die Zulassung bekommen, das soll dann am Wochenende erfolgen, aber praktisch eine Ankündigung, dass die Zulassung erfolgen wird durch die Aufsichtsbehörde FDA, sei effektiv oder das Vaccine von Johnson & Johnson sei effektiv, irgendwas in den 70ern, Wirkungsgrad, okay, nicht so besonders toll, aber eben besser als gar nichts und damit verbreitet sich eben der verfügbare Impfstoff absehbar und das sorgt dann eben dafür, dass die Hoffnungen stärker werden einer stärkeren Konjunkturerholung und deswegen steigen die Renditen, weil mit dieser Konjunkturerholung, so sagt man sich dann, auch die inflationären Tendenzen eben weiter steigen würde. Aber was würde das denn bedeuten, wenn die Renditen, wenn also die Zinssätze, die Kapitalmarktzinsen weiter steigen würden? Hier hat Christopher Cole das mal auf den Punkt gebracht, eine Normalisierung auf Zinssätze, die vor der Finanzkrise der durchschnittliche Fall waren, würde bei den US-Unternehmen die Gewinne um 50% einbrechen lassen. Würden wir einen Durchschnittswert der Zinsen seit den 1970er Jahren bilden, dann würden die US-Unternehmen aufgrund dieser Kapitalmarktzinsen gar keine Gewinne mehr machen. Da sieht man also, es geht um etwas. Und da sieht man vor allem hier auch, wie die Märkte reagieren. Immer wenn es relativ schnelle Anstiege der Kapitalmarktzinsen gab, dann gab es auch Nervosität an den Aktienmärkten, gab es Korrekturen bei den Aktienmärkten. Und das nicht ohne Grund, denn wir sehen hier mal die Corporate Debt, also die Verschuldung der US-Unternehmen, ist steil nach oben gegangen, vor allem seit der Finanzkrise. Aber auch schon davor, beginnt im Grunde in den frühen 1980er Jahren, dass das sehr steil nach oben geht. Jetzt sind wir über 7 Billionen Dollar. Also, das ist dann eben sind Schulden, die man bedienen muss, für die man dann Zinsen bezahlen muss. Wenn das so weiterginge, eben mit dem Anstieg der Renditen, dann hat das natürlich Konsequenzen. Dann wird dieser Schuldendienst immer teurer. Dadurch kann ich weniger Geld in Innovation, in Forschung, in Investitionen stecken und dementsprechend reagieren die Märkte. Vor allem, weil die realen Renditen bei der 30-jährigen US-Staatsanleihe inzwischen schon positiv sind. Das erste Mal seit Ende März letzten Jahres. Wir sind ganz knapp im positiven Bereich. Das heißt, wenn ich die Rendite hier
der 30-jährigen Staatsanleihe habe, so um und bei 2,28% und davon die Inflation, die offizielle Inflation abziehe, dann habe ich immer noch eine positive Rendite, immerhin, das ist also schon mal bemerkenswert. Aber jetzt kam natürlich dann, wie gestern, Jerome Le Powell, der gesagt hat, ja, wir werden euch frühzeitig signalisieren, wenn wir unsere Geldpolitik ändern. Wenn wir also Taper Bond Buys betreiben, also wenn wir Tapering betreiben, das Zurückfahren der Bondkäufe Richtung Null und die Zinsen anheben werden. Und Paul sagte eben auch heute, ja, die Inflationsdynamiken, die ändern sich nicht über Nacht. Also das war so eine indirekte Aussage an die Märkte, naja, ihr seid ja ein bisschen überspannt vielleicht, dass ihr das jetzt so stark einpreist. Gleichzeitig sagte er noch, dass manche Assetpreise durchaus erhöht zu sein erscheinen. Gestern hat er ja gesagt, man kann keine Blasen erkennen oder niemand kann Blasen erkennen. Aber mit den Inflationsdynamiken ist das so eine Sache. Heute hat mich jemand angeschrieben, hier nochmal, hear no inflation, see no inflation, speak no inflation. Wir werden konsequent die Inflation erstmal leugnen. Das ist eben das, was Jerome Powell sagt. Ich habe hier einen Text mal rauskopiert, einer E-Mail, die mich heute erreicht hat, von einem Zuseher meiner Videos, der geschrieben hat, ich bin seit 4 Jahren für einen Klebebandhersteller aus Indien tätig. Und Klebeband ist ein absolutes Basisprodukt in jeglichen Industriezweigen, also wirklich etwas, was sehr stark genutzt wird. Vor der Corona-Krise waren die angebotenen Preise 4 Wochen lang gültig. Das heißt, da wurde ein Preis aufgerufen und der war dann 4 Wochen erstmal gültig. Seit etwa einem halben Jahr steigen die Preise so massiv an, dass ein Angebot nur noch einen einzigen Tag gültig ist. Die Preise steigen also schneller, wie man Angebote verschicken kann. Wir reden hier von Preissteigerungen jenseits von 75% zum Vor-Corona-Level. Die deutlich gestiegenen Frachtpreise sind hier noch nicht einmal berücksichtigt. Also wir sehen hier, und ich hatte das aus dem Bausektor von Leuten gehört, aus dem Lebensmittelsektor, aus so vielen Sektoren, wo eben die Preise massiv ansteigen. Und wir sehen hier mal in Sachen Transport nochmal das, was vorhin angesprochen wurde in dieser Mail. Den Baltic Dry Index schießt nach oben geradezu. Respektive die Veränderung desselben. Also das geht steil nach oben. Auch der Harpex, ein anderer Index, der praktisch Transportkosten erfassen kann, geht deutlich und sehr, sehr steil nach oben. Also hier zu sagen, naja, mit der Inflation, das haben wir im Griff. Das war heute auch wieder die Message von Jerome Powell, heute von dem Abgeordnetenhaus, gestern ja von dem US-Senat. Das ist so eine Geschichte, man sollte es vielleicht gar nicht erst dahin kommen lassen. Und die Fed mit ihrer Geldpolitik lässt es eben wahrscheinlich so weit kommen, dass Inflation dann wirklich ein Thema wird, wenn sich daran nichts ändert. Das ist genau das Problem, zumal wir ja dann jetzt März, April dann die Vorjahreswerte als Vergleichspunkt, als Basiswert mit einbeziehen. Und da sieht es eben dann heftig aus, weil damals ja die Preise so massiv gefallen sind. Und wir sehen weiterhin auch eine Versteilung der Zinskurve, vor allem in den USA. Aber das gilt dann für die praktisch weltweiten Anleihemärkte, wenn man so will, weil einfach da die USA und der deutsche Anleihemarkt ein Stück weit der Taktgeber ist. Und das hat verschiedene Auswirkungen eben auch auf die Aktienmärkte, wie Mohammed El Erian hier zeigt. Das ist gut für die Banken, diese Versteilung der Zinskurve. Mithin also, dass die Renditen für länger laufende Staatsanleihen stärker steigen als die für kurz laufende Staatsanleihen, weil man eben über einen längeren Zeitraum eben doch ein deutlicher ansteigendes Inflationsgeschehen vermutet. Deswegen wird das da eingepreist. Das ist gut für die Banken, also Fristentransformation. Die besorgen sich kurzfristig Geld, um es dann langfristig zu verleihen. Und je größer der Unterschied ist zwischen den Kurzfristzinsen und den Langfristzinsen, umso besser. Aber es ist eben nicht so gut für Housing, also für den Immobilienmarkt. Und ist für den Aktienmarkt eigentlich tendenziell durchaus eher schlecht, vor allem auch für die Tech-Werte. Die sind deswegen so volatil derzeit. Wir sehen, gestern hatten wir ja schon ein Minus von 3,5% beim Nasdaq, wurde dann fast aufgeholt nochmal. Heute haben wir einen Verlust von minus 1,7% aufgeholt. Also man könnte sagen, Comeback Kid, wie Sarah Poncheck das hier bezeichnet, das ist durchaus der Fall. Aber die Frage ist, wie geht das weiter? Werden die Renditen jetzt wieder nach unten gehen oder geht eben diese ganze Geschichte weiter, weil die Märkte eben quengeln wie Kinder
und die Fed so lange antesten, die Renditen so lange nach oben treiben, bis dann wirklich mal was kommt seitens der Fed, vielleicht diese sogenannte Yield Curve Control, also die Kontrolle länger laufender Anleihen. Das zum Thema Zinsen, Inflation, Anleihenmärkte etc. etc., das mit den Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Hier wollte ich mal verweisen auf ein interessantes Gespräch zwischen Dave Portnoy, Stocks Always Go Up, sein Mantra, und Mr. Tenev, der Chef von Robinhood, in dem nochmal klar geworden ist, dass letztendlich diese Vorwürfe, die Dave Portnoy in Sachen GameStop, in Sachen AMC, Sie erinnern sich, scheint jetzt auch schon wieder lange her, damals aber ja die GameStop-Aktie wie auch AMC teilweise nicht handelbar, nicht kaufbar zumindest. Und hier hat Tenev nochmal von Robinhood begründet, warum das so war, eben weil die Collaterals massiv gestiegen sind, respektive die Sicherheitsanforderungen, die Nachschussanforderungen der Clearinghäuser, die letztlich die Haftung haben, wenn da was schief geht. Und die haben Robinhood gesagt, pass auf, wenn du hier diese Aktien weiter anbieten willst, dann musst du größere Sicherheiten, mehr Geld bei uns hinterlegen. Und all diese Dinge sind leider einem Sportwetten Kommentator, wenn man so will, wie Dave Portnoy unbekannt, aber das hat eben viel böses Blut gegeben, hat so diese Trennung in Gut und Böse, David gegen Goliath nach sich gezogen, wir sind die Guten to the Moon und die anderen sind die bösen Hedgefonds, die dadurch gerettet wurden. Es ist sachlich schlichtweg nicht der Fall. Man muss das vielleicht einfach nochmal sagen, auch wenn viele natürlich da Geld verloren haben. Aber jeder ist eben verantwortlich für die Preise, die er bezahlt. Und wir sehen, dass dieser ganze Enthusiasmus in Richtung Börse, in Richtung Aktienmärkte bei den Amerikanern weiter durch die Decke schießt. Hier mal Suchanfragen bei Google zu Daytrading, Optionsstrategien, Swingtrading, Tradingstrategien etc. schießt durch die Decke. Also man will jetzt schon mal den erwarteten nächsten Stimulus-Check ein bisschen verfrühstücken. Hier nochmal der Nasdaq übrigens mit vielen roten Kerzen, während der Dow Jones zum Beispiel ein neues Allzeithoch heute erreicht hat. Der Russell wieder deutlich stärker gestiegen ist, also dieser Nebenwerteindex. Und es ist eben wichtig, was da bei diesen großen Tech-Werten passiert. Die verlieren so ein bisschen ihren Sex-Appeal, könnte man sagen, weil man sich sagt, ja, diese anderen Sektoren, die von der Corona-Krise betroffen sind, die werden viel stärker aufholen können. Da ist also viel mehr relatives Wachstum dann der Fall. Dann gehen wir doch da rein und verkaufen Tech. Wir sehen hier die starke Gewichtung, Apple etwa 6%, 6,3% im S&P, aber 11,3% im QQQ, also in die maßgeblichen Nasdaq-ETF. Dann kommt schon Microsoft mit 5,6% respektive 9,5% im Nasdaq. Wir sehen also, das sind absolute Schwergewichte. Diese fünf großen Werte machen 44%, gut 44% des gesamten Nasdaq aus und immerhin 23% des gesamten S&P 500. Also es geht hier um was, das ist schlichtweg der Punkt. Jetzt haben wir derzeit die Situation, dass wir eine CAPE Ratio haben, also das inflationsbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Robert Shiller, der Nobelpreisträger, erfunden hat, das inflationsbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis auf die letzten 10 Jahre gesehen. Also nicht nur letztes Jahr wie so oft, sondern wirklich in der so kann man einen Trend eben auch zeigen oder kann historische Bewertungen besser zeigen. Wir hatten 1929, also kurz vor der damaligen großen Wirtschaftskrise, eine CAPE Ratio von 32,6. Im März 2001, also Platzen der Dotcom-Blase, von 32,3, heute sind wir bei 34,8, also man kann sagen, es ist ja durchaus so, dass diese Geldpolitik Konsequenzen hat, eben Assetpreise extrem angehoben sind. Die Frage ist, wie lange geht das gut? Das kann kurzfristig eben gut gehen, man kann kurzfristig damit Gewinne machen, aber on the long run, wer also langfristig sich engagiert, mithin also investiert und nicht spekuliert, der könnte dann vielleicht ein paar Problemchen bekommen. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Hier hinten sehen Sie ein unbeschriebenes Blatt. Und mit diesem extrem philosophischen Inhalt möchte ich mich für heute Abend verabschieden. Morgen der Videoausblick kommt etwas früher, weil ich sehr früh einen Termin habe. Ich versuche das Ganze durch früheres Aufstehen zu bewältigen und spätestens bis 8 Uhr den Videoausblick dann online zu haben. Würde mich freuen, wenn Sie auch da dabei sind. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao.